Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Geschichte »Wie bin ich hier oben gelandet?« von meiner lieben Freundin Fox. Viel Spaß beim Gruseln. Die Spitzen meiner Haare kitzelten mich auf dem Nasenrücken, als ich mühsam versuchte, die Luft anzuhalten. Die Augen hatte ich zugekniffen, jetzt einfach keine falsche Bewegung. Angespannt und mit zugepressten Augen zwang ich meine Lunge, den Bedarf, sich mit Luft zu füllen, zu unterdrücken. Schlimmer werdende Schmerzen breiteten sich in meinem Brustkorb aus. Meine rechte Hand umklammerte hinter meinem Rücken das großmaschige Stahlgitter, welches meinen Weg blockierte. Wenn ich einen Pieps von mir gab, würde mich dieses Ding, welches mir in die Finsternis folgte, sofort hören. Es konnte mich nicht sehen, aber sein riesiges Glubschauge, welches als einziges in seinem Gesicht thronte, konnte mich hören. Ein Auge, welches mich hörte, anstelle mich zu sehen? Wie grotesk! Oder war das gar kein Auge? Noch nie hatte ich ein derartiges Wesen gesehen. Als ich vorhin erwachte, fand ich mich an einem dicken Stahlrohr angefesselt. Warum? Wo war ich? Wie kam ich hierher? Wo war hier? Ich fühlte mich ein wenig schwindelig und geschwächt. Es gab nur ein schwaches rotes Licht an der Decke. Zuerst nahm ich an, allein in dieser unbekannten Finsternis zu sein. Aber als ich die seltsamen Geräusche aus einer Ecke vernahm, wurde ich nervös. Ein kratziges, durchweichtes Seil versuchte meine Handgelenke festzuhalten. Vergebens. Das Adrenalin erlaubte es mir, mich mit heftigem Gezappel zu befreien. Als ich mich befreit hatte, ging ich barfuß auf einem kaltfeuchten Boden, und versuchte mich auf den Beinen zu halten. Rund um mich herum sah ich nichts als karge, graue Steinwände, die sich ab und an in verschiedene Gänge trennten. Das unheimliche Keuchen trat nun aus der Ecke hervor und ging auf das Stahlrohr zu, dort wo ich festgemacht war. Die Kreatur, welche das Keuchen verursachte, schien blind zu sein, denn es bemerkte erst, dass ich nicht mehr da war, als es das einsame Stahlrohr berührte. Nun schrie es laut auf. Der schrille Ton versetzte mich in einen Zustand der Panik und als ich einen weiteren Schritt zur Flucht ansetzte, drehte es sich umgehend um und schwenkte seinen Kopf in meine Richtung. Wie gesagt, es hatte ein riesiges Auge in der Mitte des Kopfes und ansonsten gar nichts. Wie konnte es also schreien? Waren Mund und Ohren in einem augenähnlichen Ding? Als wühlte ich in meinen fiesesten Albträumen und zog dies noch durch den Dreck. So setzte ich zur Flucht an und rannte barfuß und völlig eingeschüchtert in die Dunkelheit. Als die Kreatur mir durch die verwirrenden Gänge dieser Art Tunnels folgte, schlug ich einen Weg nach rechts ein. Da stand ich nun, in einer Sackgasse, mein Rücken an das großmaschige Stahlgitter gepresst. Innerlich fragte ich mich, wie lange es dauern würde, bis mein Tod eintreten würde. Würde es mich fressen, mich foltern, mir andere grausame Dinge antun? In Sekundenschnelle rasten alle möglichen Gedanken durch meinen Kopf. An was konnte ich mich erinnern? Mein Name war Jim, ein gesunder Mann in seinen Mitdreißigern. Gönnte mir ein Bier nach einem harten Arbeitstag und puff, die Erinnerung war unterbrochen. Was passierte danach? Ging ich schlafen? Wie lange war das her? Wurde ich entführt? Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto verschwommener wurden meine Gedanken. Jetzt nicht atmen. Es stand direkt vor mir. Denk an etwas anderes. Die Kreatur kam schnaufend und glucksend auf mich zu. Ein ekelhafter Geruch drang in meine Nase. Einen besonders guten Geruchssinn konnte es nicht haben, denn als es 2 Meter vor mir stehen blieb und ich seine matschige Haut auf meiner förmlich spüren konnte, bemerkte es mich nicht und wich sachte zurück. Das schwache rötliche Licht ließ nicht zu, dass ich sehr viel erkennen konnte, aber die Kreatur schien um die Ecke gebogen zu sein. So leise es ging, nahm ich einen tiefen Atemzug, meine Ohren fühlten sich taub an und meine Augenpartie pulsierte, da ich so lange die Luft anhielt. Verfluchte Scheiße, was war das? Ich musste hier raus.
Mit einer Hand strich ich mir mein halblanges Haar nach hinten. Vorsichtig schlich ich an den Wänden immer weiter von Tunnel zu Tunnel und hoffte, einen Ausweg zu finden. Plötzlich inmitten einer Kreuzung stolperte ich über etwas. Ein Stein? Nein. Der obere Teil eines menschlichen Schädels. Panisch rissen sich meine Augen auf, sahen hektisch um mich und der Überlebensinstinkt setzte ein. Als ich dazu die Schreie der Kreatur von weitem hörte, waren diese Motivation genug, nun schnell zu rennen und zu flüchten. Aber wohin? Da gab es nichts. Teils Tunnels, die Sackgassen waren, die anderen endlos und finster. Da es nun für die Kreatur offensichtlich war, wo ich mich befand, schrie ich plötzlich um mich, in der Hoffnung, auf Hilfe zu stoßen. »Hallo? Ist hier jemand? Wie komme ich hier raus? Hallo?« Keine Antwort. Die einzige Stimme war meine, die im Echo die endlosen Gänge hinunterhalten und wieder zurück. Ein Echo. Da kam mir eine Idee. Ich schrie noch einige Male so laut, dass meine Stimme überall war. Als ich mich rasch umdrehte, sah ich die Kreatur, die verwirrt in einem Zwischengang stand und nicht richtig wusste, in welcher Richtung sie gehen sollte. Ich rannte weiter. Da kam er. Hart, kalt. Ein heftiger Schlag voll auf die Stirn. Einen kurzen Moment sah ich nur weiße, flackernde Fragmente. Das waren nun die Sterne, die man nach einem harten Aufprall sah. Verdammter Mist. Aber das Glück packte mich im Unglück. Nun sah ich, an was ich mir meinen Kopf anschlug. Eine senkrechte Stahlleiter ragte weit hinauf bis zur Decke. Ein Ausweg? Noch bevor ich mir überhaupt Gedanken machen konnte, wo diese Leiter hinführen würde, kletterte ich im Rekordtempo hinauf. Alles war besser als diese feuchtkalten Tunnels mit diesen grauenhaften Kreaturen. Da ich nicht viel sah, streckte ich meine linke Hand schützend über meinen Kopf vor mir her. Es nützte mir nichts, wenn ich den Kopf erneut gegen irgendetwas schlug und bewusstlos wieder nach unten fallen würde. Das Kreischen der Kreatur auf dem Boden bestätigte mir, dass es mich entdeckt hatte. Vermutlich hörte es mein angestrengtes Atmen. »Du kriegst mich nicht, du Scheusal!« Nach ein paar Metern ertastete ich mit meiner Hand eine Decke. Nicht nur eine Decke, eine Luke. Ohne Fenster, aber mit einem Drehgriff. Jackpot. Ein Hoffnungsschimmer. Heil aus dieser Geschichte zu kommen, kam in mir hoch. Als ich mit aller Kraft diesen Drehgriff gen rechts beförderte, erfüllte ein befreiendes Klack meine Ohren. Mit noch größerer Kraft drückte ich die schwere Luke auf. Ein abnormal heller Lichtstrahl kam mir entgegen, als würde ich aus der Hölle in den Himmel steigen. Meine Erleichterung wurde im Keim erstickt, als ich auf einmal leicht zitternde Bewegungen auf der Leiter vernahm. Ein Blick nach unten. Mist. Die Kreatur folgte mir und wollte meine Füße wohl als Vorspeise. Egal was hinter dieser Luke war, ich musste so schnell es ging dadurch. Ich hiefte mich durch die Luke in den hellen Raum und schlug die schwere Tür der Luke zu. Gerade noch rechtzeitig. Aber keine Zeit zum Verschnaufen. Sobald sich meine Augen an die Schmerzen der Helligkeit gewöhnt hatten, wollte ich den Überblick über meinen Zustand erfassen. Denn ich war immer noch nicht in Sicherheit. Wie auch. Irgendjemand war schuld an meiner Situation, jemand Fremdes. Ich war noch nicht zu Hause oder in einer Umgebung, die ich kannte, denn irgendwie kam ich in dieses Loch, aber wie? Schützend hielt ich mir beide Hände vor die Augen und ließ langsam das Licht an mich heran. Sofort fiel mir etwas auf. Auf meinem linken Arm wurde mit einem Kugelschreiber ein Wort auf die Haut geschrieben. Origoni. Was bedeutet das? Ein wenig erleichtert atmete ich auf. Hier herrschte das pure Gegenteil wie dort unten. Keine Kreatur, ein weißer Gang hinter mir und vor mir. Türen an den polierten, gepflegten Wänden. Glasscheiben auf Kopfhöhe der Türen. Rasch hiefte ich mich hoch und stützte mir dabei das Kreuz. Es schmerzte. Genau wie die Handgelenke. Die rieb ich mir abwechselnd. Keine Fenster an den Wänden. Ich wollte unbedingt wissen, wo ich mich befand. Unterirdisch? In einem verwinkelten Gebäude? Auf einem gigantischen Schiff? Zunächst musste ich mit den Informationen zurechtkommen, die sich mir nun anboten. Im Abstand von etwa 3 Metern gab es links oder rechts an den Wänden eine Hightech-Tür, die offenbar nur mit einer Schlüsselkarte geöffnet werden konnte. Hinter den Türen waren verschiedene Szenen zu sehen.
Im PZ6, so waren die Türen angeschrieben, waren Computer und ein futuristisches Whiteboard mit grün-blauen Linien zu sehen. Im PZ8 gab es seltsame, übergroß gläserne Wassertanks mit gelblicher Flüssigkeit darin. Instinktiv rümpfte ich die Nase, was da wohl drin war. Im PZ10 befand sich so etwas wie ein Aufenthaltsraum. Ein großer Tisch, Stühle, Kücheneinrichtung. Jemand versank gerade in ein Buch, Beine und Füße auf den Lehnen des großen Ledersessels. Total erleichtert, jemanden, einen Menschen, zu Gesicht zu bekommen, wollte ich an die Scheibe dieses Raumes klopfen, um Hilfe bitten. Gerade als ich die Faust hob, hörte ich Stimmen von der Teegabelung weiter vorne. Sie kamen von links. Zwei Menschen. Über was sie sich unterhielten, konnte ich nicht verstehen, aber ich war froh darüber, gleich jemanden anzutreffen. Schwach wie ich war, humpelte ich auf die Stimmen zu, noch niemand zu sehen. Mit der Erleichterung kam auch die Erschöpfung meines Körpers zum Vorschein. Das Adrenalin hatte die enorme Schwäche unter seiner Kraft versteckt, die sich nun wieder zurückzog. Sofort fiel ich auf den Boden und schlug hart mit den Armen auf. Als die Stimmen sehr klar zu hören waren, hob ich den Kopf und sah zwei Leute von links nach rechts schlendern. Beide hielten je eine dampfende Tasse in der Hand, trugen weiße Kittel und um ihren Hals hingen so etwas wie hellgrün leuchtende Zugangskarten. Noch bevor ich nach Hilfe rufen konnte, waren sie in den rechten Gang verschwunden. Die Stimmen wurden leiser. Ohne ein Laut bettelte ich stumm um Hilfe. »Nein, wartet! Helft mir!« Als ich ihnen halb kriechend folgte, sah ich die beiden am Ende des Ganges vor einem Aufzug stehen. Sie unterhielten sich angeregt. Das Vertrauen und die Hilfe, die ich bei diesen beiden Männern ersuchen wollte, verwandelte sich plötzlich in Vorsicht. Woher kam dieses Gefühl der Vorsicht? Diese leisen Alarmglocken, die auf einmal läuteten? Intuition. Ich sah ihre Kleidung. Sauber, gepflegt, glänzende Schuhe. Der eine hat eine tiefe Stimme, der andere eine feinere. Der Anblick von mir selbst gab ein zerrissenes T-Shirt und zu kurze Hosen her. Abgelatschte Schuhe, auf dem Gang, vielleicht 3 Meter entfernt von den beiden, parkte ein Bett. Sah aus wie ein Patientenbett in einem Krankenhaus. Rasch versteckte ich mich dahinter. Das Gespräch musste echt spannend sein, wenn sie mich nicht einmal bemerkten. »Ist im Personalzimmer 10. Kann wohl sein Krimi nicht mehr weglegen, als hätten wir hier oben nicht schon genug Action.« Während sie weitersprachen, versuchte ich, einen Zusammenhang zu knüpfen. »Ich weiß es nicht, vielleicht nächste Woche?« »Halten die Idiotis so lange aus, ohne zu essen?« »Warum nennst du sie immer so? Du weißt doch, dass der Boss sich noch einen Namen für sie ausdenken will.« »Na, weil sie aussehen wie Idiotenköpfe.« Beide lachten sie, verabscheuend, respektlos. »Die werden das schon aushalten. Hast du den Knallkopf gesehen, den sie letzte Woche darunter gelassen haben?« »Ja, ich wünschte, ich könnte zusehen, wie sie ihn zerfetzen, grässliche Biester.« Instinktiv wusste ich, dass vor mir die Rede war. War ich so lange da unten, ohne Mahlzeit? Das war nicht logisch. War noch jemand anderes da unten? Ich nahm meine Beine in die Arme und versuchte, nicht aufzufallen. Hockte weiterhin auf dem Boden, angespannt. Alleine. Sogar die Menschen hier waren mir schlecht gesinnt. Tränen schossen mir in die Augen. Wie konnte man so böse sein? Was hatte ich diesen Menschen angetan? Warum gab es solch böse Menschen? Wahrscheinlich steckte wieder einmal Geld dahinter. Es ging immer um Geld. Plötzlich rissen mich die Schreie eines weiteren Mannes aus der Trance. Die Aufzugstür ging ganz auf und die Schreie kamen direkt in meine Richtung. Ich hörte, wie die beiden Männer vor dem Aufzug jemanden grüßten, diese aber nur knapp antworteten. Als könnte ich mich ins Gestell des Krankenhausbetts drücken, versuchte ich, mich so klein wie möglich zu machen. Falls ich entdeckt würde, wäre das mein Ende. 2 große Muskeltypen trugen den schreienden Mann. Er war mit einem dicken Seil von Kopf bis Fuß gefesselt. Er weinte und bettelte um Freilassung. Als er mich sah, weitete er seine Augen und senkte seine Hysterie. Mein Aussehen und meine Körpersprache verrieten ihm wohl, dass es mir ging wie ihm. Dann sprach er laut, während er mich direkt anstarrte. »Zuerst der gelbe Knopf, dann der große Hebel, dann mit beiden Daumen.
Flieg nach Hause! Was? Er wiederholte seine Worte, bis ich ihn nicht mehr hören konnte. Das war klar eine Nachricht für mich. In seinen Augen lag etwas Vertrautes, als würde er mir helfen wollen. Aber was meinte er damit? Ich wartete noch einen Moment, dann wischte ich mir die Tränen weg und suchte nach weiteren Türen, nach einem Ausweg. Dann am Ende eines verworrenen Ganges entdeckte ich eine Tür mit der Aufschrift »Go for a walk«, »Mach einen Spaziergang«. Als ich mich der Tür näherte, ging sie von selbst auf. Ich sah auf einen Raum, welcher endlich ein Fenster hatte. Das konnte nicht sein, das war eine Enttäuschung. Ich war nicht, nein, war ich wirklich. Ein Kindheitstraum, welcher leider in die Hose ging, denn diese Erfahrung von diesem Ort vermisste mir alle Science-Fiction-Filme, die ich so liebte. Durch das Fenster begrüßte mich das endlose Weltall. Tausende, abertausende Sterne. Wie bin ich hier oben gelandet? Nach einigen Minuten des ungläubigen Starrens löste ich mich vom beschlagenen Fensterglas. Mein Blick ging zu dem gelben Knopf. Ich betätigte ihn. Eine Schranktür öffnete sich und gab eine moderne Astronautenausrüstung preis. Als wüsste ich, was ich zu tun hatte, schlüpfte ich in einen der Anzüge. Als ich auf einer Platte mit zwei Schuhabdrücken stand mit der Aufschrift Way Out, Ausweg, sah ich den großen Hebel. Was hatte ich zu verlieren? Mein Leben, welches sowieso am seidenen Faden hing? Noch einmal schloss ich die Augen, dann legte ich den Hebel um. Umgehend fuhr eine dicke Wand hinter mir von oben nach unten auf den Boden und schirmte mich vom Rest des Raumes ab. Eine Computerstimme zählte von 10 nach unten. Blinkendes Licht. Ich wurde nervös. Richtig nervös. Dann, schneller als ich es registrieren konnte, wurde ich vom Sog des Unterdrucks ins Weltall hinausgezogen. Ich schwebte planlos. Kein oben und kein unten. Beides war richtig und falsch zugleich. Mein Atem war das Einzige, was ich hörte, als wäre ich der Bruder von Darth Vader. Ein- und ausatmen. Dann nahm etwas Wunderschönes meine Aufmerksamkeit auf sich. Links neben dem Loch, aus welchem ich flog, die Erde. Wow. Von außen betrachtet wirkte sie so perfekt, friedlich, einzigartig, so still. Wer würde denken, dass solch eine Unruhe auf diesem Planeten herrschte? Das mit dem Fliegen war mir nun klar, aber der schreiende Mann sagte noch etwas von Daumen. Ich sah auf meine Handschuhe und drückte auf das Metallteil, welches an deren Innenfläche angebracht war. Ein Druck am Rücken entstand, ein Jetpack. Ja, so konnte ich fliegen. Auf einmal hörte ich ein Knistern. Es kam von den zwei kleinen Lautsprechern an meinen Ohren. Als ich mich umdrehte, sah ich eine riesige Raumstation, welche sich im näheren Orbit der Erde aufhielt. Aber weiter weg, wie die internationale Raumstation, die ISS, es war. Durch das Knistern in den Kopfhörern konnte ich plötzlich Stimmen erkennen. Mich durchfuhren ein kalter Schauer, als ich die Stimmen wieder erkannte. Die der beiden Männer. Ich gab ein kurzes Hallo von mir. Jim? Boss, bist du das? Scheiße, das ist Jim. Boss, was machst du da draußen? Verdammt! Das Rohpinol war zu hoch dosiert. Das kann Verwirrtheit und Halluzination auslösen. Weiß ich, Dummkopf. Davor habe ich ihn die ganze Zeit gewarnt. Boss, komm wieder rein, wir klären das. Er wollte ja auch unbedingt selber mit den Biestern spielen. Ich war sprachlos und aufgeklärt zugleich. Nun fiel mir alles wieder ein. Mein letzter Arbeitstag in diesem alltäglichen, langweiligen Job auf der Erde. Das neue Jobangebot im Weltall. Ein Gehalt, welches ich mir nie erträumt hätte. Eine Chefposition einer geheimen Mission mit einer unbekannten Spezies. Die Ankunft auf der Raumstation. Die Leitung eines Teams, welches mich respektierte. Die Überlegung eines Selbstversuchs. Die alleinige Namensgebung der Kreaturen. Die Injektion des Rohpinols. Wie konnten wir nur? Bin ich einer der Bösen? Wenn ich zurück auf der Station bin, wird sich einiges ändern. Jim, Boss, hast du dir eigentlich einen Namen für die Biester ausgesucht? Sofort dachte ich an meinen Arm, als ich mit dem Jetpack in Richtung der Raumstation flog. Ich erinnerte mich. Ja. Origoni.